24. Mai, ne? Oh Mai, das ist frei. Also ich sag jetzt nicht, was ist, ne? Brauchst du nicht sagen, ne? Also weil 24. Du hast halt nur einen Zahnarzttermin, vergiss es nicht. Am 24.5. Ja. Ich? Nein, am 22.5. Nein, du hast mir gesagt, du hast am 24. einen Zahnarzttermin, ich soll dich daran erinnern, dass ich hab keine Zähne mehr. Ja, aber dein Gebiss muss doch untersucht werden, ob so richtig passt. Dann brauche ich doch nicht hier, schmeiße im Briefkasten. Aber beim Zahnarzt den Briefkasten ein Gebiss einwerfen, der weiß ich nicht, von wem ist. Der hat doch Abdruck. Ja, meinst du, der hat hunderte Abdrücke, bis der mal schaut, wem das Gebiss gehört? Wenn man halt einen Fingerabdruck feststellen kann, wer die Wurst geklaut hat, dann kann man doch auch sehen, wer das Gebiss ist. Dann hättest du wenigstens deinen Namen eingravieren können in dein Gebiss. Da habe ich meine Initialen habe ich nein, gekritzt. Ja, MB, das ist, wie klingt MB-Spiele. Mariechen Betzold. Da liegt es jetzt im Briefkasten. Ja. Und der hat jetzt Urlaub, dann liegt es 3 Wochen im Briefkasten. Du geh jeden Tag vorbei und du irgendwie ein Stück Lakun einschmeißen. Was soll denn das bringen? Das hat er mein Gebiss Hunger. Der Gebiss. Du hast Hunger. Ach so. Du musst was essen und 3 Wochen ohne Gebiss, so kriegst du nichts runter. Ja, ich habe ja ein zweites Gebiss. Ja, warum? Von meinem Mann. Das passt ja doch nicht. Oh, das geht schon. Ja, für Teufel. Das ist schon in Ordnung. Das habe ich in den Briefkasten geschmissen. Was soll jetzt der Zahnarzt beim Gebiss von deinem verstorbenen Mo? Passend machen für mich. Ja, dann musst doch du dabei sein. Ja, noch mal Abdruck. Aber vielleicht hat sich das verändert. Da verändert sich doch nichts. Ja, dein Hirn verändert sich ja jedes Mal. Also, dann soll der das passend machen. Dann habe ich 2 Gebisse. Dann kann ich doppelt so schnell essen. Da bin ich gespannt. Ade, bleib schön.